Wir kämen damit zum Tagesordnungspunkt 2, Bericht des Oberbürgermeisters. Und Sie gestatten mir, dass ich gleich hier bleibe. Damit haben wir noch ein bisschen mehr Distanz, um jetzt auch mögliche Viren weit von uns fernzuhalten, wenn ich jetzt im Redebeitrag ohne Mundschutz auftrete. Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, gestatten Sie mir, im Bericht des Oberbürgermeisters auf die wichtigsten Entscheidungen und Maßnahmen der derzeitigen Pandemie einzugehen. Natürlich in der für die Situation angemessenen Kürze. Auch wenn es ein paar Tage zurückliegt, will ich noch einmal auf das Versammlungsgeschehen der letzten Tage eingehen. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und die geplante Demonstration der sogenannten Querdenker am 12. Dezember untersagt. Auch wenn die Versammlungsfreiheit als demokratisches Grundrecht nicht hoch genug einzuschätzen ist, waren wir dennoch der Überzeugung, dass an dieser Stelle der Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor körperlicher Unversehrtheit noch höher zu bewerten ist. Der Bescheid der Versammlungsbehörde hat bis zum Bundesverfassungsgericht Bestand gehabt. Das Verbot am darauffolgenden Montag für eine Versammlung von Pegida war nur folgerichtig. Den Kolleginnen und Kollegen der Prioritäten setzen. So ist eine persönliche Vorsprache von Bürgerinnen und Bürgern weiterhin möglich, aber nur nach vorheriger Absprache und unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen verrichten ihren Dienst derzeit im Homeoffice, soweit dies möglich ist. Natürlich, und sehr ehrlich muss man sein, wird dies an vielen Stellen auch zu Verzögerungen und längeren Bearbeitungsfristen führen. Ich bin aber der Meinung, dass wir dies im Sinne der Gesundheit aller in Kauf nehmen müssen. Ich erlebe eine Verwaltung, die engagiert und motiviert versucht, die aktuelle Situation zu meistern und die Nachteile für die Bürgerschaft zu kompensieren. Für die Kitas und Horte in der Stadt hat mit der neuen Corona-Schutzverordnung auch die Notbetreuung begonnen. Im Augenblick werden in den städtischen Einrichtungen und bei freien Trägern rund 5.000 Kinder von eigentlich rund 50.000 betreut. Damit sichern wir die Arbeitsfähigkeit von vielen Personen aus der sogenannten kritischen Infrastruktur. Besonders im Fokus steht natürlich das Gesundheitsamt. Wie Sie bereits wissen, haben wir über die vergangenen Wochen und Monate immer wieder Personal abgeordnet, um die vielfältigen Aufgaben überhaupt bewältigen zu können. Dies gilt für die Arbeit am Bürgertelefon, für die Kontaktnachverfolgung, die Hygienekonzepte für die Einsatzteams in den Pflegeheimen und natürlich auch die Quarantäneanordnungen. Insgesamt haben wir zum bestehenden Personal derzeit 30 Landesbedienstete, 21 meist nur Studenten, 19 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und 200 Mitarbeiter aus dem eigenen Haus, die schon im Gesundheitsamt sind oder demnächst wechseln. Wir gehen dazu über, dass gesamte Organisationseinheiten anderer Ämter geschlossen in Aufgaben des Gesundheitsamtes eingearbeitet werden. Dies erspart uns Umzüge und Technikfragen und wir nutzen bereits bestehende Arbeits- und Hierarchiestrukturen. Meine Damen und Herren, die Lage ist ernst und gerade mit Blick auf die Krankenhäuser extrem angespannt. In Dresden haben wir die Inzidenz von 300 mittlerweile fast eine Woche überschritten und in unseren benachbarten Landkreisen sieht die Situation noch wesentlich dramatischer aus. Ich spüre in der Bevölkerung eine große Zustimmung gegenüber den in der Bundesrepublik getroffenen Maßnahmen. Allerdings ist auch zu spüren, dass die Geduld der Menschen gegenüber immer gleichlautenden Appellen, Durchhalteparolen und rein erzieherischen Verordnungen sinkt. Ich warne auch davor, dass die Politik immer neue Nebenschauplätze aufmacht.
Dazu gehören Feuerwerke genauso wie die Abriegelung von Gemeinden. Es wird trotz Impfung noch Monate dauern, bis wir in so etwas wie einem Normalzustand zurückkehren. Deshalb sollten unsere Regeln klar und verständlich sein, gleichzeitig aber mit höchstmöglicher Wirkung für das Pandemiegeschehen. Verehrte Stadträtinnen und Stadträte, wir als Verwaltung werden Sie über den Ältestenrat, über die weiteren Entwicklungen und Maßnahmen auf dem Laufenden halten, auch über die Feiertage hinweg. Lassen Sie uns heute, trotz vieler wichtiger und weitreichender Entscheidungen, diszipliniert die Tagesordnung abarbeiten. Damit schützen wir uns und zeigen, dass die Demokratie trotz der Pandemie funktioniert. Vielen Dank.